Machst du? Mhm. Okay. Ja, herzlich willkommen zu Daddeln mit Phoenix. Ich habe mir diese wunderschöne Assassin's Creed Collector's Edition geholt. Die Charing Cross Edition. Sollen ganz coole Sachen drin sein. Aber wir gucken da einfach mal. Ich wollte eigentlich eine andere Edition haben, die blende ich euch mal jetzt ein. Ist aber nur im Ubisoft Store vorhanden gewesen und ganz, ganz selten mal in anderen Läden, wenn die bestellt wurden und nicht abgeholt wurden. Aber das hat man ja in den seltensten Fällen gehabt. Und deswegen muss ich mir jetzt einfach diese Edition hier gönnen. Ui, ist eine Schublade. Krass. Ich hab's gleich. Kleinen Moment. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Mein Freund Jacob. Ist auf jeden Fall eine Figur, die sich lohnt. Und ich muss sagen, dafür, dass man nur 30 Euro mehr bezahlt, ist das aber trotzdem eine qualitativ hochwertige Figur auf jeden Fall. Gut, mal gucken, was da noch mit drin ist. Das ist übrigens eine Schublade. Wir haben das Spiel. Moment. Beinhaltet sogar die Bonusinhalte, die Verschwörung von Darwin und Dickens. Viele von euch werden die wahrscheinlich kennen aus dem Geschichtsunterricht. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. In Geschichte war ich nie so gut. Aber es sind auf jeden Fall zwei geschichtsträchtige Figuren, Darwin und Dickens. Dann haben wir hier den Assassin's Creed Syndicate Soundtrack. Moment. Ach, komm schon. Ich zeige ihn auch nur so zur Hälfte, weil warum ganz rausnehmen? Mit 30 Liedern, die da drauf sind, werde ich auch immer mal reinhören. Assassin's Creed hat eigentlich immer einen sehr guten Soundtrack. Oh. Und ein Artbook, was ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Das ist so. Ja, glänzend möchte man fast meinen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Da gucken wir mal ein bisschen rein hier, die ersten paar Seiten. Er hat auf jeden Fall was. Ich bin ja, wie gesagt, mittlerweile, früher war ich nicht so für Artbooks, mittlerweile sammle ich sie ganz gerne, weil da wirklich Konzeptzeichnungen drin sind, die man sonst nicht zu sehen kriegt. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Extra. Und wir haben hier noch eine. Uiuiui. Ich hoffe, die Kamera ist weit genug weg, um das aufzufangen. Moment, irgendwas habe ich hier vergessen. Da. Ach, so groß ist die gar nicht. Hier nochmal Eigenwerbung zum Getränk im Spiel. Und hier haben wir. Ich hoffe, das ist nicht die ganze Stadt, in der man rumreisen kann. Weil so vom Bild her sieht das ziemlich wenig aus. Kann natürlich auch täuschen. Aber ich kenne Assassin's Creed besonders Unity und alles. Die haben ja mit einer weitaus größeren Karte getrumpft. Wie gesagt, das kann jetzt auch täuschen und ein bisschen kleiner aussehen, als es eigentlich ist. Oder nur ein Stadtteil sein. Das ist natürlich auch möglich. Na, da werden wir uns mal überraschen lassen. Das war's auf jeden Fall mit dem Opening. In der anderen Edition, die ich mir eigentlich holen wollte, wäre noch drin gewesen. Ich glaube, da wäre das gleiche drin gewesen. Bloß, dass er hier halt nicht hinter diesem Industrie-Ding stehen würde, sondern hinter der Big Ben-Uhr. Viele von euch kennen es natürlich auch, das Wahrzeichen von London, der Big Ben, wo Peter Pan gestartet ist. Ha. Nee. Ja.
würde sagen, das war's von dem Opening. Ich werde diese Figur auf meinen schönen Schrank stellen. Also der Schrank ist nicht schön, aber er wird zusehends schöner durch die Figuren, die da draufstehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, einen Daumen gerne auch und bis zum nächsten Mal. Ciao.